Hallo! Hallo. Herzlich willkommen zu unserem ersten Let's Play. Das ist DayZ, die Standalone-Version. Ja, was soll man noch dazu sagen? Ja, Folge 2 bisher schon. Bei mir ist schon gerade ein Zombie. DayZ dürfte ja mittlerweile echt bekannt sein, habe ich auch schon letzte Folge erwähnt. Ja. Wer sich dafür interessiert, ist für 24 Euro, glaube ich, gut auf Steam. Jedoch habe ich neulich gelesen, dass Dean Rockettall, also der Erfinder von DayZ, vom Kauf abrät, da er findet, dass diese Alpha-Version noch keine 24 Euro wert ist. Also zumindest momentan rät er noch vom Verkauf ab. Ja, also. Ich finde es trotzdem recht gut. Wer sich's kaufen will, der kann es kaufen. Und wer noch wartet, der wartet halt. Ja. Also irgendwie sind bei mir gerade voll viele Zombies. Ja, bei mir auch irgendwie. Hast du eigentlich Timer gestartet? Nein, also kriegt er heute 2 Minuten mehr. Ja, also ich habe ihn gerade auch gestartet. Ist jetzt eh riskant mitten im Spiel. Dann noch kurz aufs Handy. So, meiner ist jetzt auch an. Oh Mann, ich habe Essen gefunden, aber ich kann damit nichts anfangen. Weil du schon so viel hast. Ja, alles voll. Ja, ich habe auch keinen Hunger. Ich habe letzte Zeit so viel gegessen, damit ich wieder Platz im Inventar habe. Aber ja, jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Gut, ich habe jetzt meine Desinfektionsflasche mal nochmal benutzt. Schön. Also ich habe zwar eigentlich auch genug zu essen, aber Weiß nie, wann es leer geht. ja, und Ja, ich warte vielleicht ist halt immer, irgendwann. bis mein Hunger wieder so im dunklen Bereich ist und dann esse ich eigentlich wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, man kann jetzt, oder es können jetzt mehr Zombies spawnen, weil ich habe jetzt innerhalb Ja. von ein paar Minuten jetzt schon 4 Zombies getötet. Ja, also bei mir waren auch an einem Haus gerade 3 Zombies. Und das Also war, ich als wir find's angefangen haben, da haben wir null. in einer Stunde Spielen 1 oder 2 Zombies gesehen. Ja, das stimmt wirklich. Und aber ich find's gut, wenn jetzt mehr Zombies da sind. Klar, das Risiko ist höher, dass du dann verblutest, aber es macht dann so, finde ich, auch mehr Spaß. Ja. Ich habe mir das einfach so erklärt am Anfang, dass so wenig Zombies da waren. Das ist am Anfang der Apokalypse noch, wo nicht so viele infiziert Ja, sind. genau. Ich finde auch so viele Medipacks gerade. Jetzt schon mein drittes, das ich gefunden habe. Ja, bei mir ist hier so ein Zombie, der durch den Boden backt. Ja, das kommt halt auch noch vor. Ah, oh, wir müssen uns echt mal finden, weil mein Bildschirm ist schon mächtig grau und Eine Bluttransfusion kann man nur zur Zeit ausführen. ja, aber wir haben die nötigen Mittel dazu schon Ja, mal. also beide haben die nötigen Mittel. Ja. Manchmal hören sich die Zombies an, als würde so eine alte Oma dir hinterher rufen. Ja. Ich habe mich gerade mächtig erschrocken, als der um die Ecke gerade so gerannt kam. Ich muss jetzt tierisch aufpassen, ich habe so viele Sachen gerade.
Und wenn ich dann verblute, das wäre ja, echt scheiße. Aber irgendwie, es können jetzt wirklich mehr Zombies spawnen, weil ich habe jetzt innerhalb von der Aufnahme jetzt schon 4 oder 5 Zombies getötet. Ja, ich auch. Ja, nur bei mir können sie es halt sehen. Jetzt glaube ich wieder auf so einem kleineren Militärgelände, wo man eigentlich immer schon sehr guten Loot findet. Also da habe ich auch meine M4 her. Ich laufe gerade durch ein Dorf. Oh, oder? Ne, ich glaube das hier. Ah ne, ist hier am Bauernhof. Und der nächste Zombie ist tot. Was? Du bist tot? Nein, Zombie. Ach so. Ja. Ja, das ist ein alter Bauernhof. Ich habe jetzt die Dallas Mask. Oh, die ist nice. Und hab die Wolf Mask dafür weggeworfen. Wolf Mask? Ja, die mit dem unteren Teil ganz rot. Ach so. Diese PD2 Anspielungsmasken. Ja. Soll ich die Handschellen mitbringen? Ja, kannst du machen. Dann können wir ein paar tolle Spielchen spielen. Oh ja. Lol, jetzt habe ich meine Nackt dafür weggeworfen. Ich leg jetzt mal mein Essen in die Quickslots. Dann ich so von so vielen Sachen habe ich die 4-5 Mal. Da habe ich keinen Bock, die immer im Inventar auszuwählen. Ja, das ist... Oh, in so einer alten Scheune oder Stall findet man immer voll viel zum Anziehen. Ja, also bei mir ist irgendwie immer so, immer in so einer Scheune findest du auf jeden Fall immer 2 Helme. Also ich habe jetzt gar keinen Helm gefunden, dafür aber 4 oder 5 Mützen. Jetzt habe ich noch ein Bandana, aus dem ich mir gleich mal Hex mache. So. Zu dem Thema Bluttransfusion, also in dem Tutorial-Video, wo man gezeigt hat, wie das geht, stand auch drin, es kommt auch noch auf Blutgruppen drauf an. Was? Ja, das heißt, wenn ich eine Blutgruppe A habe und du bist B, dann können wir keine Transfusion durchführen, weil dein Blut mir dann nichts bringt. Ja, das wird dann verklumpen. Wegen Antikörpern oder wie auch immer. Ja. Aber ich weiß nicht, wie groß die Chance ist, dass, also wie oft, keine Ahnung, die Blutgruppe da auswählt beim Respawn oder so.
Also welche Blutgruppe am häufigsten vorkommt oder so, aber ich glaube, Ich habe macht jetzt irgendwie. in meinem gesamten Ja? Inventar nur noch einen einzigen Rucksackplatz. Also nicht nur im Ich habe Rucksack, keinen sondern mehr. im gesamten Inventar. Und mehr als die Hälfte davon ist Essen. Mein Inventar ist echt komplett voll. Ich weiß nicht, soll ich den Schraubenzieher wegschmeißen oder so, weil ja, mit der Axt kann ich es auch öffnen, aber Da verlierst du voll viel. Werde ich nicht machen. ja, ich habe so viele, ich habe noch drei Bandagen, Soll ich die sind eigentlich Feuerholz wegschmeißen, weil ich weiß ja nicht ja, wirklich, für was man es braucht. Feuerholz habe ich nicht, ich glaube, ich schmeiß jetzt einfach mal drei Racks weg, weil ich habe 3x 100% Bandagen, immer wenn du die verbindest, verlierst du ja nur Ja. 25%, dann habe ich noch 12 Racks. Ich glaube, da kann ich ruhig 3 wegschmeißen. Aber ich wenigstens einen Inventarslot Schon wieder wie. ein komplettes First Aid Kit. Mal gucken, was hier. Nee, hier gibt's nichts Besseres. Na gut, ich glaube, ich nehme mir noch eine Bandage mit. Vor mir taucht Und eine so eine. Spritze. Und dafür Mit schmeiße der ich. Spritze kannst du dir Blut entnehmen. Ja, und das bringt. Glaubst du, das kannst du dann anderen Leuten reinspritzen? Reinspritzen. Wow, ich habe einen Stein. Kannst du jetzt Zombies steinigen? Guck mal an, was man damit machen kann. Nix. Nice. Ja, nix. Das bringt sich voll, so einen Stein aufzuheben. Arsch hat einfach einen Inventarplatz verschwendet, vor allem zwei Inventarplätze. Bist du nimmst so viel weg. Ja, zwei. Ist ja scheiße. Und ich habe noch eine Aber dann bringt er Batterie. dir. Hä? Ich habe noch eine Batterie gefunden. Ich finde gar keine Batterien. Ich habe jetzt eine in meiner Taschenlampe, ein Inventar und eine liegt hier auf dem Boden. Aber wir wissen ja nicht, ob wir die Batterien brauchen, weil wir wissen ja nicht, ob die Taschenlampen leer gehen können. Also ich glaube schon, dass die leer gehen können, aber ich glaube, die Batterie ist so wie im echten Leben schon recht langlebig. Na. Also wenn du eine Taschenlampe benutzt, ja nur nachts, als wenn du in Real Life eine Taschenlampe benutzt, hält die Batterie auf jeden Fall länger als eine Woche. Kommt ganz drauf an, wie du sie benutzt und wie oft. Ja gut, hier benutzt du es ja öfters. Ich glaube nicht, Ja. dass du jedes Mal nachts rausgehst und dann die Taschenlampe anmachst. Da Beim gibt's ja auch gibt ja noch. auch teilweise Server, da ist es zwar Nacht, aber du siehst trotzdem noch ohne Taschenlampe voll Ja. gut. Brauchst dann eigentlich wirklich nur die Taschenlampe, um in Häusern dann. Teilweise brauchst du es selbst da nicht. Oh, ich habe Painkillers. Oh, ich weiß nicht mehr, dass ich hier schon gekommen bin.
Verdammt, ich hab einen Zombie gehittet. Da kommt gleich der nächste. Ah, ich glaube, ich komme von hier. Also ich habe gerade eine Dose Spaghetti mit meiner Axt geöffnet und die hat jetzt noch 30%. Also ich glaube, dein Schraubenzieher lohnt sich schon. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 15 Minuten. Hallo. Komisch. User disconnected from your channel. Ja, also irgendwie ist mein Freund hat irgendwie aus einem Teamspeak Server rausgeflogen. Ich bin rausgeflogen. Ja, habe ich gerade gesagt, dass du irgendwie rausgeflogen bist. Ja, ja, ich mein, bin dann, also mein bei Mikro mir wär's dann bei 16 Minuten. Ja, also ich bin bei 16, 19. Also das war's dann für die Folge heute, würde ich sagen. Also, ciao, bis zum nächsten Mal.